Digitalisierung durch Tobi Chains, inklusive App für den Play Store oder iOS Store. Servus miteinander. Ja, ich möchte euch begrüßen heute zu einer weiteren Folge, wie man halt mit einem Baukasten gut arbeiten kann. Und diesmal ist es nicht der Baukasten der Jonas, sondern ein Baukasten der Firma Chains, Tobi Chains. Sitz in Ahaus. Und die haben ganz schön clevere Ideen, auch Werkzeuge Städten an die Hand zu geben, um damit zu arbeiten. Zum Beispiel ein Gutscheinsystem, was sich fest installieren lässt und auch mit anliegenden lokalen Händlern gearbeitet werden kann. Und es gibt noch eine Möglichkeit, dass auch Händler untereinander miteinander arbeiten können. Ich zeige euch gleich einfach mal ein super Beispiel, wo es direkt klar wird, dass sowas echt sinnvoll ist. Digitalisierung gibt einem schon die Möglichkeit, Probleme zu lösen, auch in den Innenstädten. Wenn ich da an Leerstände denke, das wäre relativ einfach sogar zu lösen. Auch durch einfache QR-Technik, die dann wieder zum Shop führt. Man kann direkt kaufen, man kann es sich liefern lassen. Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten. Ja, von daher freue ich mich, euch da ein bisschen was drüber zu erzählen und sagt da mal, bis gleich. So, ja, dann erstmal willkommen zu der unserer Webseite auf Chains und ich werde euch jetzt einfach mal ein paar Dinge anteasern, kurz ansprechen, wenn ihr gerne mehr darüber hören wollt, auch im Sinne der Digitalisierung und was mit Chains möglich ist. Ja, dann schreibt mir einfach in die Comments, freue ich mich drüber. Okay, ich lege mal los. Also es geht erstmal darum, dass Chains eine insgesamte Plattform ist und dazu gehört auch Fine Trading. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, über Chains zu bezahlen, Tickets zu verwalten. Es ist eine sehr ganzheitliche Geschichte und deswegen auch ideal für Städte. Man muss da halt nur mit arbeiten und sich mit beschäftigen. Aber es ist eine prima Lösung, um mit einfachen Mitteln arbeiten zu können. Es geht auch um Digital Signage zum Beispiel, also Bildschirme, die man halt hinter nach Schaufenstern sieht, die dann halt über Chains gesteuert werden. Oder man erstellt zum Beispiel Seiten, kann die Seiten aber für verschiedenste Zwecke nutzen. Also angenommen zum Beispiel, man möchte keine Chains-Seite haben, kann man aber trotzdem immer noch wunderbar mit der App arbeiten zum Beispiel. Also jede Seite, die erstellt wird, der kann ich sagen, hör mal, ich möchte gerne, dass du als Webseite funktionierst. Ich möchte gerne, dass du nur als mobile, also für Handys zum Beispiel, soweit kann man das runterbrechen, dass du dafür funktionierst oder halt für die App. Also ist halt schon eine coole Lösung. Es gibt natürlich auch Nachteile, wie ich in anderen Videos auch schon mal sage, kein System ist perfekt, aber es ist halt möglich, auch ohne Programmierkenntnisse, ja, sich da schön was aufzubauen. Es gibt ein paar Beispiele, man hat nachher auch die Möglichkeit, die App zum Beispiel im App Store, im Play Store von Google oder im iOS Store zu installieren. Zeige ich euch gleich mal. Okay, wir fangen jetzt einfach mal an. Wie ich erzählt hatte, ist Chains halt eine ganzheitliche Geschichte und das heißt zum Beispiel auch, wenn ich mich auf anderen Chains-Seiten anmelde, dann tauchen die auch hier auf und ich kann dort immer wieder drauf zugreifen, sobald ich mich einmal eingeloggt habe. Und dann kann ich auch die ganzen Vorzüge dieser Seite nutzen. Es geht dort auch um personalisierte Begrüßungen. Ich zeige euch das ganz mal kurz. Wenn ich jetzt hier auf die Startseite gehe zum Beispiel, steht jetzt hier, guten Tag, Frau Schlichter. Ja, weil ich Angestellter bei meiner Frau bin, steht natürlich meine Frau dort. So, und wenn ich jetzt aber mich auslogge, ich melde mich mal ab, dann sieht es halt ganz anders aus. Ja, man kann dort immer mehrere Ebenen, je nach Benutzergruppe auch erstellen. Also ich kann für jede Benutzergruppe eine eigene Seite und auch von mir aus auch eine ganze Webseite im Prinzip darstellen lassen. Ist auch eine Idee vielleicht bei, finde ich bei Fachärzten ganz interessant, bei Hausärzten oder Zahnärzten, dass man dort zum Beispiel einen Bereich für die Kunden einrichtet. Eine Antwort auf eine Terminanfrage, Fragen, die man selber an den Arzt stellen möchte, alles ein bisschen mehr in die Digitalisierung bringen, damit die Hausärzte nicht mehr alle so maßlos überlastet sind und man via Telefon gar nicht mehr durchkommt. Chains bietet da eine Lösung. Und vor allen Dingen sind das auch Lösungsansätze, wo man selber überlegen kann, okay, wie will ich das nutzen? Kann ich vielleicht so ein Tischreservierungsskript auch vielleicht anders nutzen?
Und das finde ich ja halt ziemlich cool. Ja, ich kann da bei manchen Dingen flexibel die auch für andere Sachen nutzen. Okay. Ich hatte ja gerade davon erzählt. Na, jetzt melde ich mich erstmal wieder an. So. Ich habe mich hier übrigens einfach mit meinem Facebook-Account angemeldet. Also ihr habt zig verschiedene Möglichkeiten, euch bei Chainz anzumelden mit eurem Amazon Pay-Account. Dann habt ihr zum Beispiel auch direkt die Zahlungsdaten da oder PayPal. Ist wirklich sinnvoll, weil ich habe zum Beispiel eine Smartwatch und kann mir die Chainz-App dafür runterladen und kann damit im Prinzip alles bezahlen. Ja, ich habe halt mein Portemonnaie, mein digitales, das lade ich mit, was weiß ich, 20, 30 Euro auf. Und damit kann ich halt Parkautomaten bedienen. Ich kann, wenn man halt in einem Chainz-geführten Restaurant ist, wo Chainz-Technik genutzt wird, hat man halt auch die Möglichkeit, einfach über die Uhr direkt zu bezahlen. Ich weiß, die viele finden auch Bargeld bezahlen cool. Ich denke, das ist halt ein Dinosaurier und das wird halt irgendwann aufhören. Und von daher ist es doch ganz cool. Ne? Okay, wo war ich stehen geblieben? Bei den Seiten. Da wollte ich immer eben ganz kurz drauf eingehen. Wenn ich hier jetzt auf die Pages gehe, dann könnt ihr sehen, dass ich zum Beispiel viele Seiten habe und ich kann denen halt genau sagen, wofür die angezeigt werden. Ich habe hier mal eine Unterordnung gemacht. Zum Beispiel sind hier die Seiten, die nur auf der App zu sehen sind. Ja, die könnt ihr euch gerne mal runterladen. Ich habe die selbst, meine eigene App habe ich natürlich noch nicht im Play Store untergebracht. Aber ihr könnt die auch einfach runterladen. Die Datei, das Handy wird natürlich fragen, ne? Könnt ihr dem Inhalt vertrauen? Könnt ihr. Ist alles cool. Weil genau der gleiche Inhalt würde auch dann im Play Store installiert werden. Ja? Von daher, probiert es gerne mal aus, schaut es euch gerne mal an. Da seht ihr halt den Unterschied zu der, was ihr auf dem Desktop seht oder auf dem PC und was ihr dann tatsächlich über die App seht. Ja? So, das war das Ende von Teil 1 und in Teil 2 würde ich euch zeigen, welche Apps man installieren kann bei Chainz. Werde ich natürlich auch nur so durchrasseln. Aber wenn ihr da mehr darüber über einzelne Apps hören wollt und ich soll mir die mal richtig vornehmen, schreibt es mir gerne in die Comments. Freue ich mich drüber und über ein Like, über Abo natürlich auch. Also ich sag da mal bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Jetzt habe ich in meinem Quassellauf natürlich total vergessen, euch das Beispiel zu zeigen, von dem ich erzählt habe. Aber das mache ich noch mal eben schnell. So, im Prinzip geht es hier drum. Das ist ein Lokal, wo man Getränke bestellen kann. Da kannst du dich hinsetzen, eine Bar, offensichtlich halt eine große Auswahl an verschiedensten Getränken. So, und die haben jetzt einfach eine Kooperation mit einem anliegenden Pizzalieferanten. Ist doch einfach genial. Und die benutzen einfach, weil die beide Chain-Systeme nutzen, können die miteinander kooperieren und auch ganz einfach arbeiten. Ja, ist doch einfach klasse. Man könnte doch im Prinzip ein Restaurant organisieren und die lokalen anliegenden Geschäfte könnten da im Prinzip das Essen hinbringen. Ist verrückt, aber ist halt mal ein Gedanke, warum nicht? Ja, wollte ich euch nochmal eben zeigen. Hier ist halt noch derjenige, der dann denjenigen mit Essen versorgt, mit verschiedenster Auswahl. Ne? Und die stellen sich halt dann natürlich breiter auf, weil die halt sich spezialisiert haben auf Essen. Also ich finde die Idee ziemlich cool. Ist ja bekanntlich, wenn man alle Sachen macht, dann wird das meistens nie so richtig gut. Aber wenn man sich die richtigen Partner holt und jeder macht das, was er kann, finde ich das schon mal eine gute Voraussetzung. Ja gut, also von daher, ach guck mal an, er bietet aber auch Trinken an, aber nur dann in Flaschen, ganze Flaschen und dann halt keine Cocktails oder so wie hier. Ja, ich finde das eine prima Kooperationsidee. Von daher, so, jetzt bin ich aber weg. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Thank you.